So. Fressmeter muss nach unten, das wird sonst nichts. Ich muss vielleicht noch einen zweiten Edelstein fürs Trefferquote reinsetzen. Könnte helfen. Ja, das mach mal. Das stört mich nicht. Das verschafft mir ja ein bisschen. Hui. Ordentlich. Das sieht schon schick aus. Kann man nichts sagen. Besser als der Feuertyp. Tja, ja. Nächster Boss geschafft. Nächstes HP Plus. Boah, sogar 5. Boah. Und Wundermittel kann ich auch noch einsetzen. So. Bei mir irgendwo wackelt es jetzt auch. Voll cool. So. Nehmen wir erstmal das Wundermittel ein. MP müssen natürlich wieder aufgefüllt werden. Irgendwie brauche ich noch mehr. Schrecklich. So ein Berg, der dann kein Sonnenlicht mehr durchlässt. Ich möchte wissen, wo der... Oh, cool. Eine Heilfalle. Ich möchte wissen, wo der hinschwebt. Da ist die Tür. Okay. Nicht das, was ich erwartet habe. Stand so, okay. Da traue ich mich auch gerade nicht ran. Fahr ich bestimmt runter. Ach, das ist so toll. Kein Sturzschaden. Ich probiere mal den Aufzug, ob es hier schöner aussieht. Ach, da ist ja auch einer. Das sieht ja lustig aus. Irgendwie so, als ob es umgekippt ist. Total seltsam, diese Kathedrale, muss ich mal sagen. Komischer Architekt. Oh, es pritzelt.
14 heißt es aus Luft. Ich mach erstmal Erdattribute nach oben. Machen wir doch noch Herakles. Das sollte dann aber reichen. Ah, 40, 45. Und der Donnerschlag Level 3. Boah, hat sich sogar selbst verletzt. Um mir richtig viel Schaden zuzufügen. Schon gemein. Ah, schade. Noch ein Donnerschlag. Oh Mann. Aua, aua, aua. Ich habe bloß noch nicht verstanden, warum die manchmal so richtig viel Schaden machen. Manchmal nur wenig, obwohl alles sonst gleich ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zufallsgenerator da so schlimm ist. Ein Blitzpfeil. Oder wird er einfach stärker, wenn weniger HP hat. Ein Kugelblitz, oh je. Das heißt, ich muss mich gleich wieder heilen. Potzchen. ...150 Schaden. Das ist schon heftig. Ich habe auch irgendwie noch so eine Midgame-Rüstung. Das ist natürlich auch unglaublich schwierig. Ach, nehmen wir das. Na gut. So, nochmal HP plus. Tada! Und dann nochmal. So, irgendwo kann ich dann jetzt über einen Abgrund drüber. Fein, fein. Keine Ahnung über welchen. Plötzlich tauchen Kisten auf. Ein Lendnerharnisch und Schutzärmel. Ich glaube, die nehme ich schon mal mit. Mist.
Ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt nicht ablegen kann. Ich hab den hier noch um. Oh. Ich, ja. Gucken, das Wasserelementar ist schon weg. Ich muss das jetzt aussortieren, Alter. Aber ich kann das ja alles nochmal einsammeln. Energien plus. Da kriege ich wahrscheinlich auch viel coolere Sachen irgendwann. Ja. Kleiner feiner Unterschied. An was war's noch? Beine? Nee. Vielleicht hilft ja dieser eine Verteidigungspunkt mehr, was? Ich kenne die Schadensformel nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. So, geh schon jetzt am besten hin. Da vielleicht? Warum nicht? Ich wollte eigentlich ab und zu mal speichern. Na gut. So. Ich habe auch komplett die Orientierung verloren mittlerweile, muss ich zugeben. Aber angeblich wartet hier noch was Schönes. Guck mal, ein Drache. Einfach so in der Kathedrale. Der hat ja kleine stumme Ärmchen. So. Mal gucken. Der Drache ist rot, das heißt, er ist Feuer. Hui. Uiuiui. Hier hilft das ja mal richtig. Ich habe nicht mal das Drachen-Item an. Das könnte ich eigentlich auch noch machen. So zum Spaß. Da, das Drachenmark. Boah, 140. Mit der Mini-Kombo. Wow, der ist ja gleich wieder weg. Ups, der greift ja an. Na, nicht schlimm. Ja, ich glaube, ich sollte echt mal diesen zweiten Edelstein noch da reinpacken. Für Treffer.